Nächste Frage hat der Reitschuster. Einen wunderschönen Tag vom Platz vor der Bundespressekonferenz. Die wichtigste Frage, es ging um die Kinder und die Sonderrechte für Geimpften. Die konnte ich kaum stellen, konnte sie dann aber doch noch. Es war wieder spannend und besonders spannend ist, dass ich mein Wuschi vergessen habe. Und hier ist es so windig, dass sie einen ganz schlechten Ton haben würden, wenn ich hier weitermache. Und deshalb höre ich jetzt hier mit dieser Aufzeichnung auf und mache weiter dann zu Hause, damit sie einen guten Ton haben. Bis gleich, jetzt kommt hier der Schnitt und dann geht es weiter zu Hause. So, jetzt die Fortsetzung mit gutem Ton. Ich wollte von der Bundesregierung heute wissen, was denn da los ist mit dem Bundesamt für Risikobewertungen, weil das ja früher immer gesagt hat, Vitamin D hilft nicht gegen Corona. Dann war es laut Medien so, dass die einen Kurswechsel gemacht haben und dann haben sie angeblich wieder einen Kurswechsel gemacht. Also die Details habe ich mir auch in der Frage erspart. Sie haben gesagt, dass ein Mangel an Vitamin D offenbar zu einer Verschärfung führen kann. Das wurde dann so interpretiert, dass sie Vitamin D empfehlen und dann hat man das aber wieder zurückgewiesen. Man hat nur gesagt, dass der Mangel eben gefährlich sein kann. So habe ich es in Erinnerung. Lesen Sie es selber nach. Googeln kann ja heute jeder. Ich kann mich nicht festlegen. Ich wollte jedenfalls vom Bundesministerium für Gesundheit da heute Aufklärung, weil ich ja dachte, das hat etwas mit Gesundheit doch zu tun. Und hören Sie sich jetzt die Frage und die Antwort an. Und eine Reitschuster zum Thema Corona? Eine Frage an das Gesundheitsministerium. Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat für Verwirrung gesorgt mit seinen Hinweisen zu Vitamin D. Da war in den Medien die Rede davon Kehrtwende. Ich will das jetzt nicht alles hier nochmal aufführen. Ich denke, Sie wissen das. Die Frage dazu ist, warum löst das Institut solche Verwirrung auf? Warum kann man da nicht besser kommunizieren und wird das irgendwelche Konsequenzen haben? Danke. Ich würde mich wundern, wenn das Bundesinstitut für Risikobewertung eine nachgeordnete Behörde des BMG wäre und deswegen würde ich das nicht kommentieren wollen. Wer kommentiert es dann? Bei wem ist es eine nachgeordnete Behörde? Innenministerium, nehme ich mal. Nein. Niemand zuständig? Oder ein Ministerium, was gerade nicht anwesend ist. Dann. Ich weiß, vielleicht nachreichen die Kollegen, die jetzt gerade zugehört haben. Genau, ich weiß es leider auch nicht. Dann habe ich zwei, drei Fragen zum Thema Ceuta. Andrea Jerez von der spanischen Zeitung El Periódico fragt, wie betrachtet die Bundesregierung die aktuelle Situation in der spanischen Enklave Nordafrika, die von mehr als 8000 Migranten der letzten Tage erreicht wurde? Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Ich hatte den Eindruck, dass die Reaktion etwas genervt war. Ist ein gutes Recht, dass man in einem Ministerium auch etwas genervt reagiert. Andererseits denke ich, als Journalisten sind wir auch Vertreter des Souveräns, der Wähler, der obersten Arbeitgeber sozusagen der Regierung. Und von daher hätte ich mir da ein bisschen mehr an Auskunft erwartet. Aber ich werde ja immer geschimpft, wenn ich die Regierung kritisiere. Und darum kritisiere ich sie hier nichts. Ich sage dazu gar nichts. Ich kommentiere es nicht. Was dann etwas schade war, darum habe ich Ihnen die letzte Stelle nochmal drinnen gelassen, weil es heute sehr viel um Israel wieder ging, um Palästina. Es ging um Namibia dazu, später mehr. Und es ging ganz, ganz wenig um Corona und für mich persönlich ist Corona im Moment das Wichtigste und die letzte Stelle habe ich Ihnen drinnen gelassen, weil man dann von Corona fließend überging zu einem neuen Thema, ohne nochmal zu fragen, ob es noch Corona-Fragen gibt und darum kam ich nicht mehr dran mit meiner zweiten Corona-Frage, obwohl mir die sehr wichtig war. Mich hat das sehr gewundert, weil normal immer noch gefragt wird. Ich hatte dann aber am Schluss Glück, weil man früher fertig war als in der einen Stunde, die für die Bundespressekonferenzen zur Verfügung steht. Und deshalb konnte ich dann die am Schluss noch anhängen. Mir auch aufgefallen ist, dass bei mir dann immer sehr schnell das Mikrofon abgedreht ist und mit den Nachfragen auch heute wieder. Also bei manchen bleibt das Mikrofon immer an. Bei bestimmten Kollegen, die konnten heute zum Teil bis zur vierten bzw. dritten Nachfrage stellen. Fragen Sie mich nicht, warum. Das ist ja auch schon Ketzerei, wenn man das auch nur anspricht. Jetzt schauen Sie sich meine nächste Frage zum Thema Corona an. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das meinte ich damit. Dann
Ratschus. Dann werde ich bitte, wenn keine anderen Fragen zu anderen Themen sind, dass wir dann die Zeit nochmal für eine Corona-Frage nutzen. Dann können Sie das gerne nochmal tun, ja. Bitte. Genau. Und zwar eine Frage an Herrn Kautz zu den Sonderrechten für Geimpfte. Da ist es ja nun so, dass Kinder sich im Moment gar nicht impfen lassen können. Wenn zum Beispiel eine Familie, die Eltern sind beide geimpft oder die Großeltern und das Kind ist nicht geimpft, wie wird damit umgegangen und wie stehen Sie zu Klagen, die sagen, das ist eine Diskriminierung, weil Kinder ja gar nicht die Chance haben, im Genuss dieser speziellen Regelungen, nennen wir es neutral, so zu kommen. Wie geht das Ministerium damit um? Danke. Sie wissen, dass wir diese Regelungen zusammen mit dem Justizministerium erarbeitet haben. Vielleicht kann das Justizministerium auch zu den Details da noch Stellung nehmen. Aber ich glaube, das ist insofern gar nicht nötig, als geregelt ist, dass nicht nur eine Impfung bestimmte Rechte wieder, man mit einer Impfung bestimmte Rechte wieder erlangt, sondern auch über eine Testung und über einen Genesenheitsstatus. Ja, aber das ist ja ein Problem für viele Familien, diese Trennung, also diese juristische Ungleichbehandlung innerhalb der Familie. Der eine kann sich impfen lassen, die Kinder und Jugendlichen können es nicht. Das will ich jetzt nicht bewerten, aber ich meine, wir sind ja genau auf dieses Problem eingegangen damit, dass man sagt, nicht alle können sich auch momentan impfen lassen. Das ist nicht nur eine Frage zwischen Kindern und Erwachsenen. Also ich meine, aufgrund der Knappheit des Impfstoffes ist es auch so, dass es momentan nicht alle, zumal die Zweitimpfung, haben machen können. Und deswegen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die Rechte wieder zu erlangen. Wollen Sie dabei Kindern, arbeiten Sie an der besonderen Regelung oder nicht? Oder das Justizministerium auch? Bitte. Ja, vielen Dank. Vielleicht kann ich an der Stelle noch ergänzen, dass Kinder ja auch genesene Personen im Sinne der Verordnung sein können und insofern hier auch eben von den Regelungen profitieren können. Zudem ist auch zu beachten, dass die Schutzmaßnahmen ja auch unabhängig von der Verordnung zum Teil schon Ausnahmen für Kinder vorsehen, beispielsweise wenn man an sportliche Aktivitäten denkt. Und ganz grundsätzlich können ja auch ungeimpfte Personen wie Kinder von der Verordnung insoweit profitieren, dass wieder Treffen mit geimpften Familienmitgliedern wie den Großeltern möglich sind. Insofern sind Kinder von dieser Verordnung auch betroffen und profitieren indirekt auch von der Verordnung. Dann sind wir am Ende angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz. Kinder können auch krank werden und damit genesen sein. Fast hätte ich mich jetzt da zu Zynismus hinreißen lassen oder Sarkasmus zu sagen, das ist schön für die Kinder. Ich fand die Problematik damit nicht ausreichend beantwortet. Vielleicht bin ich ja auch einfach nur zu kritisch. Es ging dann noch weiter. Also zu Corona konnte ich nur diese zwei Fragen stellen. Ich habe jetzt vor zwei Tagen gehört, wie der Kollege Warwick gefragt hat nach der Definition von Völkerrecht, beziehungsweise er fragte, ob die Frau Baerbock mit zwei Semestern Public International Law und einem Vordiplom, ob die sich wirklich Völkerrechtlerin nennen darf. Und da habe ich jetzt schon gelesen, in der Augsburger Allgemeine ist heute ein Artikel über die Bundespressekonferenz, komme ich vielleicht nachher nochmal darauf zu sprechen. Und da hieß es, das sei eine schlechte Frage, die habe eigentlich gar nichts mit der Bundesregierung zu tun. Ich finde das gut, es ist eine Meinungsäußerung, diese Meinung darf man haben, dass es eine schlechte Frage ist. Das Ministerium hat damals aber geantwortet, es reicht das nach. Und ich finde, wenn das Ministerium sagt, dass es etwas nachreicht und die Nachreichung ist nicht erfolgt, egal ob schlechte Frage oder nicht schlechte Frage, dass man dann einfach noch einmal nachfragt. Schauen Sie sich die Szene an. Bitte. Eine Frage an das Innenministerium, Herr Dr. Wede, Sie wollten etwas nachreichen zu der Frage, ob man sich, wie die Frau Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen, mit einem Vordiplom und zwei Semester Public International Law Völkerrechtler nennen kann. Ich habe die Nachreichung noch nicht gefunden. Vielleicht können Sie es nachreichen. Ja, Herr Reitschuster, diese Frage betrifft einen Bereich, der nicht in der Zuständigkeit des Innenministeriums liegt. Insofern haben wir hier nichts zu ergänzen. Dann wäre das, aber Sie wollten etwas nachreichen beim letzten Mal. Nein, wenn ich korrigieren darf, wir hatten das vereinbart, dass wenn es nachgereicht wird, wenn das Ministerium sich für zuständig erklärt. Und das war nicht der Fall. Welches Ministerium ist dann zuständig? Vielleicht können Sie sich das zuständige Ministerium äußern. Forschungsministerium. Entschuldigung.
vielen Dank. Die Antwort auf diese Frage ist ähnlich ja, die, die ich eben zu der Frage nach Fortify gegeben habe. Das würden wir jetzt nicht kommentieren. Es handelt sich dabei offensichtlich um einen Vorgang zwischen Frau Baerbock und einer, wenn ich richtig informiert bin, britischen Universität. Und so, insofern kommentiere ich das nicht weiter. Dann unabhängig von Frau Baerbock die Frage, wie definiert das Forschungsministerium einen Völkerrechtler oder eine Völkerrechtlerin? Danke. Gut, dazu können wir ganz sicher Stellung nehmen. Ich glaube, das wird jetzt hier aber den Rahmen sprengen. Insofern würde ich das gerne nachreichen, schriftlich, wenn Sie erlauben. Gerne, danke. Weitere Fragen dazu? Dann Fragen zu anderen Themen. Ja, gute Frage, schlechte Frage. Ich glaube, das sollen wir nicht, wir Journalisten, entscheiden. Das müssen Sie, liebe Zuschauer, entscheiden, was Sie für gute Fragen und für schlechte Fragen halten. Ganz interessant in diesem Artikel in der Augsburger Allgemeine, da heißt es dann auch, da wird der Vorsitzende der Bundespressekonferenz zitiert und da heißt es dann also, er sei verwundert über die Art, wie ich frage. Da würde mir jetzt etwas Böses dazu auf der Zunge liegen, wenn der Vorsitzende der Bundespressekonferenz verwundert ist über die Art, wie ich frage. Also ich schaue mal, dass ich das hier einblende, diese Stelle. Dann können Sie jetzt parallel draufschauen, während ich das sage. Und auch da muss ich wieder sagen, es ist die Sache von Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie entscheiden, was Sie sich für Fragen wünschen. Und bei den gebührenfinanzierten Fernsehsendern haben Sie ja diese Wahl nicht. Also ich habe den Eindruck, dass viele gerne diese Fragen sich anschauen oder anhören oder lesen, die ich stelle und entsprechend das unterstützen. Und solange das jeder auswählen kann, ist das so. Und in diesem Moment verließen Sie ihn, die Kräfte. Nicht mich, sondern die Kamera. Den Akku, genauer gesagt, der war aus. Und Sie haben wieder eine fast Slapstick-Einlage verpasst, weil ich dann den Akku wechseln wollte und fast vergessen hätte, dass ich verkannt bin. Ob die Kamera umgefallen ist oder nicht, verrate ich Ihnen jetzt nicht. Aber jetzt machen wir weiter. Ich konnte dafür in der Zwischenzeit nochmal nachschauen. Also der Vorwurf bei meiner Fragetechnik, dass ich glauben würde, ich habe immer recht und die anderen hätten nicht recht. Ich sage jedes Mal, ich weiß überhaupt nicht, ob ich recht habe. Also wie man darauf kommt, ich habe nie behauptet, dass ich recht habe. Ich habe nur sehr viele Fragen und sehr viele Zweifel und schon unglaublich, weil ich habe immer den Eindruck, dass die, gerade die anderen, sehr oft den Eindruck haben, dass sie recht haben. Und ich sage es hier nochmal ganz offiziell, ich nehme nicht für mich in Anspruch, dass ich mit allem recht hätte oder dass ich vieles besser wisse. Ich habe zu vielem eine eigene Meinung und Frage. Und ich finde das jetzt wirklich schon, also wirklich erstaunlich, dass man über solche Dinge da überhaupt diskutieren muss, dass das ein großer Aufruhr ist, dass da Zeitungen drüber schreiben, alles, was ich mache, sind kritische Fragen stellen. Wieso sollte ich da recht haben? Und wenn das so ungewöhnlich ist, diese Art Fragen zu stellen, dann sollte man sich mal Gedanken machen, warum das so ungewöhnlich ist. Aber jetzt hören wir damit auf. Die nächste Frage war wahrscheinlich auch wieder eine ganz, ganz böse, 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 ketzerische Frage. Und zwar ging die an die Sprecherin von Frau Merkel, die Martina Fietz, alte Fokus-Kollegin von mir. Ich habe früher ihr Büro sogar übernommen, war dann in ihrem Büro. Und hier habe ich das aufgegriffen, was heute auf der Achse des Guten als großer Artikel war. Da Kai Noll hat da, glaube ich, geschrieben, dass warum schweigt Frau Merkel? Und ich wollte diese Frage heute in der Bundespressekonferenz stellen. Warum schweigt Frau Merkel zum Judenhass in Deutschland, der ja so laut wurde? Herr Ratschuster? Generell, wenn wir schon bei Israel sind und bei Judenhass, würde ich dann das hier anfügen, ja? Ja, wir können damit weitermachen. Ich habe hier auch noch einige Fragen dazu. Bitte. Genau. Frau Fietz, warum schweigt die Bundeskanzlerin zu den Exzessen von Judenhass in Deutschland? Danke. Herr Reitschuster, Sie werden vielleicht sich an die Pressekonferenzen erinnern der vergangenen Tage. Da hat Herr Seibert an dieser Stelle sich schon vielfach geäußert und die Regierungssprecher sprechen im Namen der Bundeskanzlerin. Ist aber doch eine andere Wertigkeit, wenn die Bundeskanzlerin selbst sich äußert. Sie äußert sich sonst bei Angelegenheiten, die manche als weniger relevant einschätzen. Daher nochmal die Frage, warum äußert sich die Bundeskanzlerin persönlich nicht zu diesem doch ausgesprochen wichtigen und besorgniserregenden Ereignis? Danke. Die Bundeskanzlerin hat diesen Weg gewählt, über ihre Sprecher
und Sprecherinnen die Positionen der Bundesregierung darzulegen. Danke. Herr Jung. Das war die Antwort. Ich sage da nichts dazu. Böse Zungen könnten jetzt natürlich fragen, ob das vielleicht auch damit zu tun hat, dass Frau Merkel ja sehr für diese Politik steht, wo man viele Menschen aus islamischen Ländern nach Deutschland geholt oder gelassen hat, in denen ja durchaus ein gewisser Judenhass nicht so ganz selten ist. Das waren heute meine Fragen auf der Regierungssprecher-Pressekonferenz. Ich mache dann nachher nochmal ein paar andere Fragen, und zwar die zu Namibia, weil ich das eben sehr erstaunlich finde. Namibia sehr wichtig und großes Thema. Wenn man dann aber gefühlt den Eindruck hat, dass das fast von der Wertigkeit her so ein wichtiges Thema ist wie Corona, wundert man sich. Ich mache jetzt doch sofort dann hier Namibia. Das ist der große Vorteil, wenn ich zu Hause das aufspreche, dann kann ich noch gestalten im Prozess des Videoschneidens. Kann ich ja sonst nicht, wenn ich die Aufsage direkt an der Bundespressekonferenz mache. Learning by doing. Also jetzt schauen Sie sich noch Namibia an und danach noch zwei Szenen aus der Pressekonferenz mit Heiko Maas, für die ich heute extra da geblieben bin, da ich ja immer gerne Politiker persönlich sehe. Ich kenne ja sehr viele persönlich, von Merkel über Putin bis hin zu Gorbatschow und Schewardnadze. Tut aber nichts zur Sache, und darum bin ich extra nochmal da geblieben, obwohl ich das Thema nicht so prickelnd fand, das Weißbuch Multilateralismus, aber auch da war es dann spannend mit den Fragen. Aber jetzt erst Namibia. Herr Jessen? Frage ans Auswärtige Amt. Frau Sasse, trifft es zu, dass der Außenminister sich darauf vorbereitet, kurzfristig oder zeitnah nach Windhoek zu reisen, um in Namibia mit seinem namibischen Amtskollegen das Abkommen zu unterzeichnen? Ja, vielen Dank, Herr Jessen. Wir hatten ja am Montag schon über das Thema Namibia gesprochen, und Sie wissen, wie es ist, wenn wir Reisen an dieser Stelle anzukündigen haben. Tun wir das? Dazu wird der Öffentlichkeit, in der Gesellschaft in Deutschland, bevor der Vertrag oder was immer dort das Abkommen ist, bevor das unterzeichnet wird, wird das uns hier vorgelegt, damit das gesellschaftlich diskutiert werden kann, was die Bundesregierung dort mit der namibischen Regierung verhandelt hat. Herr Jung, ich muss Sie leider um Verständnis bitten, dass wir zum Thema Namibia das, was wir im Moment sagen können, wirklich gesagt haben, sowohl am Montag als auch heute. Es geht ja hier um deutsche Kolonialgeschichte und deutschen Völkermord. Da werden Sie doch bestimmt einen Plan haben, wie die deutsche Gesellschaft und die Öffentlichkeit über dieses historische Abkommen mit Namibia informiert werden soll. Und vielleicht sogar, dass man darüber debattiert, ob das richtig ist, was Sie dort vereinbart haben. Bis weitere Fragen zu diesem Thema? Dann noch mal einer, Herr Jung, bitte. Ich habe gesagt, deutsche Kolonialgeschichte und deutscher Völkermord. Darum geht es bei den Herero-Nama. Was ist daran falsch? Es geht um die gemeinsame Vergangenheit. Ja, aber das... Es geht nicht nur um den deutschen Aspekt des Ganzen, es geht um die gemeinsame Vergangenheit. So, jetzt sind wir bei Namibia durch. Ja, bei Namibia sind wir tatsächlich durch, und ich bin offenbar auch schon mit meinen Nerven durch, denn ich habe noch drei Fragen von mir vergessen. Zum einen zum Rücktritt von unserer Familienministerin Giffey, die erste Frage, und dann noch zwei zu Hamas und dem Nahen Osten Israel. Die schneide ich Ihnen jetzt noch rein, und dann kommt endlich Heiko Maas, ich verspreche es. Herr Reitschuster. Eine Frage an Frau Fietz und gegebenenfalls das Familienministerium. Die SPD hat angekündigt, dass sie den Ministerposten nicht neu besetzen will, dass der kommissarisch geführt werden soll von einem anderen SPD-Minister. Die Frage ist, das nicht ein fatales Signal? Wir sind in der Corona-Krise, Familie, Senioren, Frauen, Jugend, ganz großes Thema. Und wenn dann gesagt wird, naja, ich mache jetzt einen anderen Minister mal so nebenbei, ist das ein richtiges Signal? Danke. Wir werden Sie dann, wenn die Entscheidung zu diesem Thema getroffen wurde, auch informieren, wie diese Entscheidung ausfällt. Noch gibt es keine Entscheidung zu diesem Thema. Ich habe Sie aber nicht nach der Entscheidung gefragt, sondern danach, wie Sie das sehen. Und vielleicht könnte das Familienministerium selber sagen, wie man das dort sieht, wenn man ohne eigene Führung ist und sozusagen von jemand anderem kommissarisch geführt wird in dieser schwierigen Zeit. Danke. Ich kann dem, was ich gesagt habe, nichts weiter hinzufügen.
Ich möchte zunächst mal sagen, dass das für das Bundesfamilienministerium im Moment so kurz nach der Entscheidung der Ministerin kein Thema ist, das zu bewerten. Herr Reitschuster? Eine Verständnisfrage ans Auswärtige Amt. Frau Sasse, klären Sie mich bitte auf. Die Fragen hier waren jetzt mehrfach, ob Israel aufgefordert wurde zu einer Waffenruhe. Verstehe ich die Haltung der Bundesregierung richtig dahingehend, dass Israel von einem Terrorangriff im Moment dem ausgesetzt ist und dass sich Israel deswegen gegen einen Terrorangriff wehrt und man nicht bei der Gegenwehr gegen einen Terrorangriff dann sagt, dann bitte wehrt euch nicht, wenn ich Sie so paraphrasiere. Ne? Herr Reitschuster, da kann ich Sie ganz einfach auf die Ausführungen des Außenministers verweisen, von heute im Bundestag, im Morgenmagazin und auf die Ausführungen der letzten Tage, gestern am Rande des Treffens der Außenminister, EU-Außenminister. Wir gehen davon aus, oder wir sind der Auffassung, dass Hamas hier mit massivem Raketenbeschuss eine Lage eskaliert hat, und zwar bewusst eskaliert hat, und Israel sein Selbstverteidigungsrecht ausübt. Treffen israelische Medienberichte zu, wonach Israel nach Möglichkeit versucht, bevor sie Schläge machen gegen die Hamas, die Zivilbevölkerung dort zu warnen, dass da teilweise auch dann vorher regelrecht Warnaktionen stattfinden? Derartige Medienberichte sind uns natürlich bekannt, aber wie immer kommentieren wir Medienberichte an dieser Stelle nicht. Also die Frage war, haben Sie Erkenntnisse dazu? Ich kann Ihnen nicht sagen, wir kommentieren diese Medienberichte nicht. Ja, durch jetzt meine beiden Fragen an Heiko Maas. Es war erstaunlich, er wirkt also im Persönlichen fast noch unscheinbarer als im Fernsehen in meinen Augen, und es hatte für mich so ein bisschen was von der Atmosphäre von Hochschulseminar, wobei er sich da in meinen Augen nachdenklicher zeigte, als ich es jetzt erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der persönliche Eindruck, manche Politiker kommen ja sehr arrogant drüber, manche kommen im Fernsehen arrogant drüber, sind es persönlich dann nicht so. Bei manchen ist es umgekehrt, und ich fand jetzt bei Heiko Maas, obwohl er nicht so, also jetzt, ich kann nicht sagen, dass ich groß beeindruckt bin, aber ich sag's mal ganz diplomatisch oder freundlich, ich hätte da Schlimmeres erwartet nach dem Eindruck, den ich von dem Fernsehen vorher hatte, von dem persönlichen Kontakt. Der ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Also bei Gerhard Schröder weiß ich, dass der ist ja vor dem Fernsehen, wenn da eine Kamera aufgeht, dann ist der also der Showman und kommt ganz beeindruckend drüber. Und wenn dann die Kamera aus ist, hatte ich zumindest da den Eindruck, das ist in manchem ein anderer Mensch. Subjektiver Eindruck. Also jetzt kurz, ich rede zu viel heute. Ich bitte um Entschuldigung. Kaum bin ich zu Hause, schon werde ich geschwätzig. Jetzt die Szene. Herr Reitschuster. Herr Maas, Reitschuster, die Neue Zürcher Zeitung hatte vor einiger Zeit geschrieben, früher kamen die Deutschen mit ihren Panzern, jetzt kommen sie mit ihrem Moralismus sinngemäß. Es gibt immer wieder die Vorwürfe, dass Deutschland sich da übernehme und weltweit seine eigenen Vorstellungen durchsetzen wolle. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen? Danke. Es fällt mir schwer, mich mit diesem Vorwurf auseinanderzusetzen, weil mir selber ja vorgeworfen wird, dass ich nicht moralisierend genug sei, da ich weiterhin beteiligt oder zusehe, dass deutsche Rüstungsexporte genehmigt werden, dass Deutschland Soldaten in die Welt verschickt. Also ich höre immer sozusagen komplett antagonistische Vorwürfe in dem Zusammenhang. Ich finde, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Ich glaube, dass die deutsche Vergangenheit immer eine Rolle spielen wird, auch wie Deutschland Außenpolitik machen muss. Ich glaube da aber auch, dass wir bereit sein müssen, Verantwortung zu übernehmen, auch sicherheitspolitisch, auch militärisch. Das tun wir in vielen Auslandsmissionen, etwa bei den Vereinten Nationen, der NATO oder auch der Europäischen Union. Aber die Linie, an der wir uns orientieren, sind unsere Werte. Ja, das sind Menschenrechte. Und deshalb habe ich es auch als einen besonderen Erfolg empfunden, dass während unserer Ratspräsidentschaft wir einen Sanktionsmechanismus bei erheblichen Menschenrechtsverstößen beschlossen haben, der mittlerweile auch mehrfach angewendet worden ist. Aber es ist nicht so, als dass wir nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Gegend laufen. Unser Symbol ist eher die ausgestreckte Hand in unserer Außenpolitik, und wir sind immer bereit gewesen, auch sicherheitspolitisch Verantwortung zu übernehmen, und daran darf sich nach meiner Auffassung in der Zukunft auch nichts ändern. Zusatz?
ich die Frage noch mal etwas umformulieren dürfte, weil Sie haben sie jetzt auf sich bezogen. Ich glaube, der Vorwurf richtet sich aber genau auf das, was Sie angesprochen haben, auf diese Forderungen aus der Gesellschaft eben, man muss noch mehr machen und dass diese Forderungen da sind, die Sie angesprochen haben, denen Sie nicht weit genug gehen. Wie gehen Sie mit diesem Spannungsfeld um? Haben Sie Verständnis, wenn manche im Ausland sagen, in dieser gesellschaftlichen Diskussion, das geht Ihnen zu weit, wenn die Deutschen da allen vielen anderen etwas aufdringen wollen? Also ich verfolge die gesellschaftliche Diskussion sehr, sehr intensiv, weil sie vielfach ja auch mein persönliches Handeln betrifft. Und ich stelle sehr unterschiedliche Einflüsse dabei wahr. Es gibt welche, die der Auffassung sind, dass wir uns überhaupt nicht sicherheitspolitisch beteiligen sollen. Und es gibt welche, die der Auffassung sind, dass wir eigentlich noch mehr machen müssen, als wir ohnehin schon tun. Wir versuchen in den unterschiedlichen Konflikten, Krisengebieten oder auch Kriegsgebieten, in denen wir Verantwortung übernommen haben, sei es humanitär, sei es beim Wiederaufbau dem Zivilen, aber eben auch militärisch einen Weg zu finden, der sich an dem orientiert, was uns wichtig ist. Das sind die Werte, die für uns gelten. Zum anderen aber, dass wir auch wissen, dass in der internationalen Staatengemeinschaft, in den Bündnissen, in denen wir sind, etwa auch in der NATO, andere klare Erwartungen an uns haben. Wir schützen uns in der NATO zum Beispiel nicht nur selbst, sondern wir haben auch Sicherheitsgarantien für andere übernommen, insbesondere unsere osteuropäischen Partnern. Und denen, finde ich, müssen wir auch gerecht werden. Und insofern glaube ich, dass den Weg, den wir genommen haben, auch in den letzten Jahren, einer ist der Versuch, beides zu berücksichtigen, dass wir uns nicht wegducken, wenn es schwierig wird und auch gefährlich wird, aber trotzdem einen Wertekompass haben, der unser außenpolitisches Handeln immer dominiert. Und die zweite Szene. Herr Reitschuster nochmal. Herr Maas, die EU zahlt ja Millionen an die palästinensische Autonomiebehörde, Kritiker erheben den Vorwurf, dass diese Gelder auch zumindest indirekt dazu beitragen, dass dort Prämien und Renten an Terroristen und deren Hinterbliebenen bezahlt werden. Kritiker sagen auch, Deutschland stimme in der UNO regelmäßig mit Ländern, die Israel das Existenzrecht absprechen. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen? Danke. Also es geht im Wesentlichen um die Agency der Vereinten Nationen UNRWA. Deutschland ist mittlerweile der größte Geber. Wir sind auch davon überzeugt, dass es richtig ist, dieses Engagement weiterzuführen. Ich kann auch nicht bestätigen, dass die Mittel, die wir dort zur Verfügung stellen, in die Hände von Terroristen zur Finanzierung terroristischer Aktionen führen. Wir wissen, dass die humanitäre Situation vor Ort und natürlich auch ganz besonders in Gaza außerordentlich schwierig ist. Und wir glauben, dass wenn die Situation von Menschen und die Lebensbedingungen von Menschen vor Ort so schlecht sind, dass Terroristen es relativ einfach haben, auf diesem Nährboden Ängste zu schüren und Menschen zu mobilisieren für Dinge, die am Schluss zu Gewalt führen, dass das nicht der richtige Weg ist. Und deshalb ist auch bei all den Gesprächen, die in Zukunft zu führen sein wird, ist die Verbesserung der humanitären Situation der Palästinenserinnen und Palästinenser ein ganz wichtiges Ziel, auch um Terrororganisationen wie der Hamas den Nährboden zu entziehen. Zusatz? Wir haben die Frage zur UNO nicht beantwortet und dazu, zu dem, was Sie gesagt haben, die Zusatzfrage. Der Vorwurf lautet ja, dass die Behörden dort offiziell diese Renten zum Beispiel an Hinterbliebene von Attentätern auszahlen. Ist Ihnen da was bekannt und wie wollen Sie es ausschließen? Danke. Es gibt mehrere Prüfungen, die dazu vorgenommen worden sind, mit denen die Vereinten Nationen und die Kontrollgremien sich auch beschäftigt haben. Wir haben in der Vergangenheit auch Einzelorganisationen aus der Förderung herausgenommen. Dort, wo wir weiter fördern, haben wir keinerlei Hinweise darauf, dass die Mittel in der Art und Weise zweckentfremdet werden. Was unser Abstimmungsverhalten bei den Vereinten Nationen angeht, das Abstimmungsverhalten zu den Resolutionspaketen zu Israel ist in den letzten Jahren, hat sich das deutsche Abstimmungsverhalten verändert, Schritt für Schritt. Es gibt aber nach wie vor auch Resolutionen oder Beschlüsse, bei denen es für uns wichtig ist, die Einheit der Europäer zu wahren und wo wir uns sehr eng abstimmen und wo es auch zu Kompromissen kommt. Und insofern bin ich mir bewusst, dass das immer wieder zu Diskussionen führt. Wir wollen diese ganzen Pakete, diese Resolutionspakete
dieses Single-Out gegenüber Israel beenden und haben deshalb auch unser Abstimmungsverhalten in den Jahren, letzten Jahren kontinuierlich verändert, stehen aber auch genauso dazu, dass wir der Auffassung sind, dass bei bestimmten Fragen es wichtig ist, dass die Europäer ein Mindestmaß an Geschlossenheit an den Tag legen und sind in dem Zusammenhang dann auch bereit, in unserem Abstimmungsverhalten uns mit anderen europäischen Staaten abzustimmen und auch entsprechende Kompromisse einzugehen. So, und das lasse ich jetzt unkommentiert. Das war's für heute aus der Bundespressekonferenz. Schauen Sie auf die Seite, da kommt bald auch noch ein großer Artikel über die Bundespressekonferenz. Ich wünsche Ihnen was, alles Gute, ciao. Bevor ich es vergesse, ein jüdischer Freund von mir hat mir einen Artikel geschrieben, er ruft mich regelmäßig an und sagte, hier werde alles falsch berichtet, Sohn von Holocaust-Überlebenden. Und dann hat er mir diesen Artikel geschrieben, als ich ihn gesehen habe, ich war entsetzt, weil das ist sowas von, was er da aufschreibt. Das sind Dinge, die mich wirklich entsetzt haben. Und meine erste Reaktion war, das kannst du eigentlich nicht bringen. Ich habe es dann noch einem meiner Mitarbeiter gegeben, der sagte, auch kannst du nicht bringen. Und dann habe ich ihm das gesagt und er war schrecklich enttäuscht. Er sagte, bist du jetzt auch so feige? Und da habe ich ihm gesagt, du willst nur unter Pseudonym schreiben. Was red du mir was von feige? Und dann ging es weiter. Dann haben wir lange Audionachrichten immer hin und her geschickt. Und am Ende habe ich mir dann gesagt, bin ich der Zensor? Ist das wirklich meine Aufgabe, dass ich dann entscheide, er ist Sohn eines Holocaust-Überlebenden, schreckliche Familiengeschichte. Bin ich dann der Zensor und kann ich ihm verbieten, da irgendwelche Nazi-Vergleiche zu machen? Ganz harter Text, wirklich schwerer Tobak, aber ich glaube an erwachsene Leser und darum habe ich mich entschlossen, auch ihm gegenüber, dass ich diesen Text jetzt bringe, heute oder morgen. Ganz harter Text, wirklich schwerer Tobak und ich weiß, da werden mich manche verprügeln und viele haben eine völlig andere Meinung, die gegenteilige ist auch völlig legitim, aber es ist meine Aufgabe zu zensieren in der Demokratie. Ich finde, man muss auch schwierige oder Meinungen, die wirklich ans Eingemachte gehen, die kann man nicht unterdrücken und darum habe ich mich da entschlossen, diesen völlig anderen Blick auf den Nahostkonflikt aus jüdischer Perspektive auch zu bringen, gerade weil, wenn man den liest, dann sieht man, wie sehr unsere Medien im Wesentlichen die gegenteilige Perspektive haben. Also allein schon zu diesem Erden ist das da und wie gesagt, ich schwinge mich nicht zum Richter auf, aber das war's jetzt für heute, wirklich alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Ja, und das Backstage habe ich heute noch vor Ort aufgenommen, wieder den schlechten Ton nicht irritieren lassen. Deswegen danke, dass Sie da waren, dass ihr da wart. Noch Countdown läuft. Übermorgen, nein, in 3 Tagen fliege ich nach Moskau. Rückkehr geplant, gab es offenbar Missverständnisse. Es ist nicht mal eine Urlaubsreise, es wird wirklich eine Arbeitsreise. Was ich mir jetzt aber nicht habe nehmen lassen, ich habe mich erkundigt. Also man kann dort ganz normal in Restaurants und alles. Und ich werde mit ein paar Freunden meinen 50. Geburtstag dort nachfeiern. Und da sind sogar Leute dabei, die hochinteressant sind, auch teilweise mit besten Verbindungen. Ich hoffe, da kann ich dann auch ein bisschen darüber berichten. Das wird keine Party, es wird einfach ein ganz normales, im kleinen Kreis, ein zivilisiertes Essen in einem Restaurant. Und wenn ich Ihnen sagen könnte, wahrscheinlich darf ich das gar nicht erzählen, weil ich werde selber auf mich neidisch, aber ich freue mich da wie ein kleines Kind. Soweit geht es schon auf darauf mit Freunden im Restaurant meinen Geburtstag im ganz kleinen Kreis feiern zu können. Ich könnte auch im Großen, wäre kein Problem in Russland, aber das will ich auch nicht. Ich will keine Feier in der Pest, wie die Russen das sagen. Das soll ganz bescheiden und geerdet sein, aber einfach Igor wird dabei sein, mein Fotograf, von dem ich schon so viel erzählt habe, weil jetzt die ganze Zeit hier noch am Schreiben mit Igor und ist ja mein großer Lehrmeister und dass Igor kommt, das ist also... Ich freue mich einfach so. Entschuldigung, aber die Freude muss man auch mal teilen. Und ich hoffe, ich bringe Ihnen dann auch ein bisschen Freude und positive Energie von Moskau rüber. Auch viel per Video. Ich habe mir auch schon gesagt, ich will Ihnen ein bisschen mein Moskau zeigen, dann mal mit der Kamera durch die Stadt, vielleicht auch im Livestream, mal live mit Russen sprechen. Ich kann das ja sofort simultan übersetzen. Also die Idee ist, Sie so ein bisschen nach Russland mitzuentführen. Ich hoffe, da ist Interesse da. Das wäre für mich unglaublich spannend. Und ich hoffe, dass ich, ja, am Ende wird es wieder so gehen wie meistens, dass ich dann nicht mal mehr zum Schwimmen komme, obwohl das ja einer der schönsten Gedanken ist bei dieser Reise. Aber jetzt Schluss. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss.
Ja, und noch ein kurzes Backstage. Ich bin heute erschrocken beim Blick nicht in den Spiegel, sondern in die Kamera, wo ich ja ein spiegelgleiches Bild habe. Und gut, in meinem Alter kommt das regelmäßig vor, dass man erschrickt beim Blick in die Kamera. Aber heute bin ich besonders erschrocken, weil ich heute in zwei BPKs nacheinander war. Und da hat sich offenbar die Maske richtig eingeschnitten. Man spürt das auch und offenbar ist es wirklich nicht gut. Ich hatte die Maske jetzt wie lange? 13 Uhr bis 15 Uhr noch was, 2 Stunden auf. Und das ist offenbar ein bisschen viel. Das zerrt auch hier. Ich will überhaupt nicht klagen, um Gottes Willen. Ich weiß, andere müssen die viel länger aufhaben und völlig fern der Klage. Aber es ist doch erstaunlich und wie gesagt, mein Mitgefühl bei allen, die sie noch viel, viel länger und jeden Tag tragen müssen. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und noch was hätte ich fast vergessen. Hier war wieder ein Leser am Werk, der hat mir das auch schon geschrieben. Er hat gesehen, wie schwierig die Konstruktion hier ist und er hat mir zwei wunderbare, richtig grundsolide Glättbänder hier am Montag bringen wollen. Am Montag war ich aber nicht da und darum hat er sie hier an dem Gitter vom Baum festgemacht. Und wenn hier irgendwelche Geheimdienste am Werk sind, dann dachten die vielleicht schon, das ist irgendein Geheimniszeichen für irgendjemand, für FSB oder chinesischen Geheimnis oder was auch immer. Nein, das waren die beiden Glättbänder für den Reinschuster, für die Kamerabefestigung. Ich zeige sie jetzt hier, blende ich sie gleich auch noch einmal ein, damit Sie es sehen. Alles Gute, danke, ciao.